ihr Lieben, herzlich willkommen bei Olala. Ich habe einen tollen Brotaufstrich für euch heute und der ist ein bisschen wild und würzig. Ich habe hier schon einmal einen fertig gemacht, damit ihr den seht. Oh, der riecht lecker und ist natürlich köstlich wie immer. Ich zeige euch schnell, wie ich ihn gemacht habe, okay? In diesem Fall habe ich ihn mit Seitan gemacht. Also alle, die jetzt sagen, sie möchten glutenfrei essen, dann ist das ein Weizen-Eiweiß-Seitan. Aber wenn man nur reduziert essen will, kann man sich das ab und zu mal erlauben. Wer allerdings überhaupt gar keine Lust drauf hat, kann den gleichen Aufstrich machen, aber dann eben mit Pilzen, die angebraten werden. Das ist vom Bissverhalten genauso und letztendlich auch vom Geschmack nicht so unterschiedlich. Ich hatte jetzt aber mal Lust, obwohl ich ja nicht auf so Fleischersatzprodukte eigentlich so viel stehe, das zu machen. Jetzt lege ich mal los. Wir haben außerdem noch rote Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Kartoffel wieder als Grundlage an unserem wunderbaren Brotaufstrich. Natürlich keine Brottrunk, probiotisch, ein bisschen Kurkuma, ein bisschen Rosmarin, einen kleinen Schuss Orangensaft und geräucherte Paprika, Salz und Knoblauch. Ich lege einfach los. Den Seitan, den schneide ich schön klein. Dann schneide ich meine rote Paprika. Ich nehme noch eine Orange mit dazu. So, mein Knoblauch. Den Knoblauch, den mache ich gleich noch durch die Presse und dann in die Pfanne. Ich mache meinen Herd an. Und brate diese Sachen jetzt einfach ein bisschen an. So. Während das jetzt in der Pfanne anschwitzt, mache ich mir in meinen Mixer als Grundlage, wisst ihr ja, meine gekochten Kartoffeln, ein bisschen Brottrunk, einen Schuss Orangensaft, das ist Finesse, ein bisschen geräucherte Paprika, ein wenig Kurkuma. Von meinem Chia Kokosfett nehme ich so 2 Teelöffel. Mein Knoblauch kann ein bisschen mit hier rein. Aber auch hier ein bisschen mit. Dann kommt noch ein bisschen Rosmarin mit rein. Das wird jetzt gemixt. Mmh, das riecht schon so lecker. So, ich salze jetzt ein bisschen hier rein, aber ich salze auch noch hier rein. Sehr schön. Schmecken wir das mal ab. Mhm. Mmh, schmeckt sehr gut. Mhm. Mmh, sehr schön. Also die Paprika kommt ein bisschen raus, das Kurkuma kommt ein bisschen raus, aber ganz sanft. Und jetzt hebe ich das hier drunter. Das mache ich jetzt einfach hier rein. In die Pfanne.
Sehr lecker, würzig und leicht. Und es ist halt einfach ein wilder Aufstrich, ne? Also es ist jetzt nicht so ein total fein gemahlener, sondern da sind halt richtig tolle große Stücke drin. Das zieht jetzt noch nach. Die Paprika gibt dann auch noch ein bisschen die Farbe ab. Wenn ihr es jetzt noch roter haben wolltet, könntet ihr noch ein bisschen Tomatenmark dran machen. Mache ich aber in dem Fall jetzt gar nicht. Ich nehme es jetzt vom Herd. Das zieht durch und perfekt. Das ist dann der tolle Brotaufstrich. Ich mache mir den dann in so kleine Einmachgläser. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich das hier... Ich schneide die Brötchen gerne so auf, weil man hat dann damit viel, viel mehr kleine Stullen. Und das macht einfach mehr Freude und man isst unter Umständen nur ein Brötchen und hat aber das Gefühl, man hat mindestens 5 gegessen. So, schaut, jetzt habt ihr hier einen wilden Brotaufstrich auch mal anders serviert. So ein Brötchen, ob ihr jetzt ein dunkles oder helles nehmt, einfach mal anders aufgeschnitten. Damit sieht es auch viel hübscher aus auf dem Teller. Hier ist euer leckerer Brotaufstrich. Der andere schmeckt auch warm schon gut, wenn ihr ganz ungeduldig seid. Aber wenn ihr ihn abkühlen lasst und ein bisschen ziehen lasst, dann freut er sich natürlich trotzdem auch noch sehr. Also ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Denn ihr wisst ja, ich habe ja schon mehrere Brotaufstriche für euch gemacht. Einfach so, dass man immer weiß, was man zu Hause hat, dass man kein Fertigprodukt kaufen muss. Und auch wenn man sich vegan ernährt, möchte man ja manchmal ein bisschen was Wildes auf dem Brot oder auf dem Teller haben. Und deshalb... ja, ich freue mich, wenn ihr das nachmacht. Schickt mir gerne wieder Fotos über Instagram oder auch über Facebook. Und dann bin ich sowas von olala glücklich. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt lasse ich mir das schmecken und ihr hoffentlich auch bald. Tschüss, eure Andrea. Das riecht schon so gut. Oh, das schmeckt so gut. Das ist so würzig. Lecker. Großartig. Würzig Wildes gibt es auch hier und hier zu sehen.